Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit diesem 4 und der Legacy Challenge. Eigentlich hatte ich ja geplant, das Erntefest noch mit aufzunehmen. Das habe ich eigentlich auch gemacht, aber irgendwie ist mir die Aufnahmedatei verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding hin ist. Deswegen knüpfen wir gleich mit Carolines Geburtstag an. Die kleine Maus wird heute ein Teenager. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Vicky backt gerade noch eine Torte. Und ich würde fast sagen... Ach übrigens, was auch noch passiert ist, das habt ihr ja nicht mitbekommen. Ich habe mir einen Hund zugelegt und zwar Molly. Also Molly ist die Tochter von Wally. Nee, Törtchen. So, dann gab es noch eine Änderung. Ah nein, ich glaube, das wisst ihr auch noch gar nicht. Und zwar hat Erik noch ein Kind bekommen. Und zwar eine Tochter namens Charity. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Und ja, ansonsten sollte jetzt erstmal alles hinhauen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Das hätte ich eigentlich auch voll machen können. Genau. Aber ansonsten müsste ich jetzt erstmal alle Kinder richtig hier drin haben. Deswegen, oh, wartet mal ganz kurz. Ich will noch dieses komische Ding hier verkaufen. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen. Habe ich nur irgendwie komplett vergessen. Ach, Alice räumt hier gerade. Wo ist der Kuchen? Ich habe den Kuchen zerstört. Nicht schon wieder. Okay, sollte... Oh ne, okay, ich habe ihn noch nicht zerstört. So, hier fügen wir mal ein paar Geburtstagskerzen hinzu. Den kann dann die kleine Caroline auspusten. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages rufen wir unsere ganze Familie zusammen, damit wir den Geburtstag von Caroline gut feiern können. Ich würde sagen, wir schmeißen die kleine Maus mal aus dem Bett raus. Und dann können wir dann eigentlich auch schon direkt die erste Versammlung starten. Ich glaube, jetzt müssten sogar alle Sims drin sein, bis auf Charity. Nee, nee, Mausi, du bleibst schön hier unten. Du isst meinetwegen, du über Familienmitglied nachdenken. Wo bist denn du? Über Lara, okay, gut. Na dann, würde ich sagen, starten wir erstmal die Versammlung und warten vielleicht nochmal kurz. Und feiere den Geburtstag von Caroline mit einer wilden Geburtstagsparty. Das machen wir so mehr oder weniger. Also wir feiern jetzt keine richtige Geburtstagsparty. Brauche ich auch nicht. Aber wir laden die gesamte Familie ein. Damit wir denen so ein bisschen Spaß haben können. Und da trudeln auch schon die ersten ein. Hier ist Janet, Kennedy... Und die anderen sollten dann eigentlich so ganz langsam auch eingetrudelt kommen. Und es schneit. Heute ist der letzte Herbsttag und so langsam kommt Schnee. Ich muss sagen, bei uns hat es jetzt auch mal geschneit. Ein bisschen auf jeden Fall. Und es ist sogar ein Teil liegen geblieben, was wirklich schön ist. Du kannst dir nochmal kurz auf Toilette gehen. Das ist gar kein Problem. Genau, aber wir müssen jetzt warten, bis die anderen kommen. Du musst deine Gläser nicht auf dem Boden rumstehen lassen. Was ich auch noch verändert habe, ich habe unser Geld ein bisschen runtergecheatet, weil das war ein bisschen zu extrem hoch. Genau, Molly, unser süßer Kleiner, den kann ich auch mal aus der nahen Sicht zeigen. Und jetzt stehen zwar alle draußen rum. Gut, dann muss ich damit halt leben, dann feiere ich dann. Molly ist wirklich super süß, sie hat auch zwei unterschiedliche Augenfarben. Sie war so das erste Würfelergebnis, was ich raus hatte, wo ich Törtchen mit einem x-beliebigen Hund gekreuzt habe und sie war so süß. Okay, Caroline Mausi, dann würde ich sagen, wirst du dir etwas wünschen. Ich habe auch schon meine Sachen zurechtgelegt. Ich weiß auch schon, was ich geben werde. Weil ich werde dann mit ihr die Regeln der Family Dynamics Challenge anwenden. Und jetzt hat unsere kleine Maus einen Teenager. So. Erstmal gebe ich ihr hier das Bestreben oder sie möchte ihr das Bestreben, wenn wir dann nach dieser... Ach, wie heißt das? Ich komme nicht drauf. Nach diesen Regeln gehen. Und zwar möchte sie eine erfolgreiche Abstimmung. Und dann hat sie ja schon gesellig, oder? Nein, Quatsch. Doch, gesellig, genau. Und dann gebe ich ihr jetzt noch das Merkmal. Genießer. Ich glaube, es müsste Genießer sein. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch, aber es müsste Genießer sein, oder? Gibt es auch irgendwas anderes mit in die Richtung Essen? Aber es gibt ja dann nur noch
viel Fraß und viel Fraß ist es nicht. Deswegen doch muss die Lisa sein. Kleine Abweichungen können vorliegen. Und da ist unsere kleine Maus. Zeig dich mal, Caroline. Oh, du bist hübsch. Du bist hübsch. Ja, doch, muss ich sagen. Okay, wer warst du? Carrie klaut sich schon ein Stückchen Kuchen. Caroline, ich würde sagen, komm, es ist dein Geburtstag. Nimm dir ein Stück. Du darfst auf jeden Fall ein bisschen was an deinen Geburtstagskuchen essen. Alice am besten auch noch ein kleines Stückchen. Und wer dann jetzt zuerst kommt, kriegt halt noch ein Stückchen. Ich bin immer gespannt, ob jetzt noch mehr Sims schwanger werden, wir noch mehr Sims dazu bekommen oder ob es das jetzt erstmal war in Generation 3 mit Kindern, weil wir haben 4 Kinder, alle haben doch, in der ersten Generation haben wir mit der zweiten, nein, wir haben 4 Leute in der zweiten Generation als Kinder. Das heißt, die haben alle 2 Kinder bekommen, das heißt, wir haben jetzt 8 Sims in der dritten Generation bis jetzt. Wenn wir nochmal kurz auf Lara gehen. Dann sieht man das hier ziemlich schön. Ach, ich mag es, wie unsere Familie wächst. Es ist so schön. Wie sie sich verändert, wie sie hinzugewinnt. Klar, andere Sims gehen, wie zum Beispiel Lara und Jay. Was wirklich ziemlich traurig war. Aber gut, das gehört halt auch irgendwie dazu. Wir arbeiten heute von zu Hause aus. Und Vicky, du solltest dann mal auf die Toilette gehen. Wir müssen Bilder hochladen. Okay, das kriegen wir aber hin. Das ist kein Problem. Das ist keine große Herausforderung. Der Hund muss Pipi machen. Gut, dann machst du das anders. Dann sagst du erst den Hund, er soll Pipi machen gehen. Dann gehst du auf die Toilette. Und dann gehst du Bilder hochladen. Bild teilen. Und jetzt kümmern wir uns um das Umstyling von Alice. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ach, Alice, Caroline. Viele Namen. Das werde ich jetzt aber wieder schnell durchlaufen lassen, da ich nicht so viel Zeit verschwenden möchte und weil ich immer sehr lange brauche. Deswegen hören wir uns gleich wieder. Thank you.
So, ja, Caroline's Umstyling ist jetzt abgeschlossen und sie ist so hübsch. Also jetzt wirklich, sie ist wirklich, wirklich hübsch. Also ich habe echt Glück, dass ich in diesem Spielstand so hübsche Sims mal rausbekomme. Ja, auch nicht, das war sonst nicht so extrem. Gut gelungen, meine Sims. Teilweise musste ich dann immer noch ein bisschen nachhelfen, aber hier, das ist ja alles wunderbar. Und perfekt. Draußen wird natürlich fleißig gegrillt, weil Grillen ist auch eines unserer tollen Sachen, was nicht schlecht ist, weil so bekomme ich immer gratis Essen. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr doll. Wir können ja mit Caroline auch mal ein bisschen grillen gehen. Warum denn nicht? Ich meine, sie ist ja sowieso ziemlich begeistert. Köchin oder will sie oder wird sie dann später auf jeden Fall mal. Was können wir denn machen? Würstchen mit Paprika vielleicht? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Wir können danach noch wieder ziemlich viel aufräumen, weil wenn so viele Sims zusammenkommen, dann kommt einiges zusammen. An Geschirrmüll. Das ist ja gar kein Problem, das kriegen wir alles hin. Und Caroline hat die Kochfähigkeit aber oben sehr schön. Ich weiß gar nicht, was hat sie denn jetzt für Fähigkeiten? Eins in Charisma und eins in Kochen. Okay, gut, das geht. Und Törtchen, nein, Törtchen, du hast jetzt ein Kind. Hör auf damit. Ich sollte Törtchen kastrieren lassen, dann nervt sie mich nicht mehr. Oder sterilisieren, das ist ja, glaube ich, ein Weibchen. Hier liegt immer noch das Samenpaket vom Dingsfest und Feuer. Caroline, hast du alles angefackelt? Caroline, was hast du getan? Caroline. Carolina, John, sehr gut, lösch das Zeug. Lösch das. Sehr gut. Auch Sophie macht mit und der Grill ist kaputt. Leute, ich habe jetzt nicht mehr ganz so viel Geld, dass ihr mir hier alles kaputt machen könnt. Und jetzt wird auch was raus. So, Leute, das Feuer ist doch weg. Sehr schön. Caroline wollte wenigstens den Welpen retten. Wenigstens einer, der sich um den Welpen kümmert. Oh, jetzt rutscht er mal ab. Warte mal, wir umarmen ihn mal ein bisschen. Ich glaube, er braucht ein bisschen Liebe. Ich glaube, unsere Tiere brauchen allgemein ein bisschen mehr Liebe. Aber der Hund hier ist auf dem Sprung. Ah, ich muss sagen, Kelly, die finde ich aber auch super süß. Und jetzt stehen hier 1000 angefangene Burger. Hier steht noch ein Steakhaufen. Hier stehen die Würstchen und die Paprika von Caroline. Dann mach ein Mausi. Du müsstest irgendwas für Talente. Sag mal, was brauchst du denn alles für die Erfolg? Du musst erwachsen werden erst einmal. Okay, gut. Das heißt, wir müssen unser Augenmerk bei dir sowieso nicht erstmal auf das Beschrieben richten. Wie viele Tage haben wir jetzt insgesamt mit dir, Mausi? 25. Na gut, haben wir reichlich Zeit. Caroline, ich glaube, der Hund hat keine Lust auf dich. Du kannst es sein lassen. Mach das kleine Ding. Es ist nach draußen gerannt. Zu allen anderen. Okay. Warum nicht? Warum denn nicht? Wir können ja mal. Oh, wir müssen kämpfen. Stimmt ja. Wir reden mal über den besten Geiger. Das sind natürlich wir. Oh, wir haben mit Liam fast 3 Sterne erreicht. Habe ich schon erzählt? Ich weiß es, wie gesagt, nicht, weil meine letzte Folge nicht aufgenommen worden ist. Wir wurden mit Jay eine Stufe zurückgestuft in seiner Karriere, weil ich war auf dem Friedhof und habe Jay weggebracht. Dann war ja da dieser Wunschbrunnen, an den ich mir was wünschen wollte. Und ich dachte, was wünschen wir jetzt? Weil ich hatte zu viel Geld, da wollte ich halt ein bisschen Geld reinwerfen. Und dann wollte ich mir etwas wünschen. Dann dachte ich, ein Level in der Karriere aufsteigen ist ja vielleicht mal ganz nett. Das Problem war nur, dass das dann nicht funktioniert hat, obwohl ich in dieses blöde Wunschbrunnen-Teil 5000 Emolions reingeworfen habe. Das muss man sich mal überlegen. So, Mausi Bausi, du? Haushalt? Nein. Karriere? Wir gehen unsere Kolumne veröffentlichen und dann wirst du Modeblog schreiben, weil wir müssen vorankommen. Caroline kann sich so ein bisschen um die Gäste kümmern. Die meisten sind. Ach nee, jetzt sind wieder ein paar drinne. Meistens sind nämlich geflohen, wollte ich fast sagen, aber es sind ein paar wieder da. Okay, an sich macht, was ihr wollt, Sims. Ich will erstmal nur. Was wollte ich? Ach ja, was im Briefkasten drin war, genau. Und wir müssen noch ein paar Fotos teilen. Oh, ein Spielzeug. Das können wir jetzt zu Alice stellen. Ach, ich habe ja Alice, das habt ihr, glaube ich, noch gesehen, jetzt noch eine Zahnspange verpasst. Ich fand das eigentlich ganz niedlich, wenn sie noch eine Zahnspange hat.
Auf jeden Fall ist nicht falsch. So, soziales Netzwerk und dann geben wir ein Bild ein. Hast du überhaupt schon was anderes? Nee, hast du nicht mal gemacht. Toll. Ganz toll. So, dann würde ich sagen, arbeiten wir ein bisschen mehr im sozialen Netzwerk. Wir können ja mal ein virales Video hochladen und ein paar andere lustige Sachen noch tun. Wir können zum Beispiel unseren sozialen Medienstatus aktualisieren. Und dann halt je nachdem dann nochmal ein Bild teilen und so weiter und so fort. Okay, jetzt werden wir gleich mal von unserer kleinen Süßen nach einem Rat gefragt. Da können wir ihr natürlich eine Antwort, denke ich, drauf geben. Achso, will sie gar nicht mehr. Na gut, dann halt nicht. Promi-Reinigung will ich nicht. Ah, und was ich mir auch zugelegt habe, ist eine Haushaltshilfe, weil Chaos und so. Achso, habe ich die eigentlich noch? Weil ich habe die letztens rausgeworfen, weil die dann in meinen Whirlpool nur gebadet hat, statt hier aufzuräumen. Das fand ich dann auch nicht so sozial. Geburtstag vom Chef. Lier möchte seinen Chef ein Geburtstagsgeschenk machen, kann aber nicht den Arbeitsplatz verlassen, um einzukaufen. Wie soll er das Problem lösen? Online bestellen, ein Geschenk basteln. Ja, für den Chef sollte man vielleicht nichts basteln. Liam weiß, dass sein Chef gerne schick essen geht. Daher bestellt er schnell einen Gutschein für sein Lieblingsrestaurant, das Tuna Tortuga. Ohne viel Zeit zu verschwenden, hat Liam das Problem mit dem Geburtstagsgeschenk gelöst und seine Arbeit rechtzeitig fertiggestellt. Und wir haben eine Leistungsverbesserung, die mittelgroß ist. Bewältigung der Aggressionen. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich mich nicht mal selbst unter Kontrolle habe? Mach Sport. Sport soll da helfen, Caroline. So, was wollte ich machen? Genau, wir bloggen jetzt im Ruhe. Und ich werde mich jetzt an dieser Stelle erst einmal wieder von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ach übrigens, ich kann euch noch Caroline Zimmer zeigen. Mal gucken, da wird sich bestimmt noch ein bisschen dran ändern. Aber erstmal so das Grobe habe ich schon mal eingerichtet. Ja. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag zu einer neuen Folge wieder. Habt eine wundervolle Zeit und bis dahin. Bye, bye.